US-Präsident Donald Trump sorgt mit einem Kommentar über Brigitte Macron für Entsetzen. Widerlich und unangebracht heißt es auf Twitter. Denn auch wenn es bei seinem Besuch in Paris um wichtige Themen geht, sorgt Donald mal wieder für Aufsehen abseits der Politik. Nachdem der US-Präsident und seine Frau Melania gemeinsam mit Macron und dessen Frau Brigitte den Invalidendom besichtigen, stehen die Paare zusammen und unterhalten sich kurz, bevor sie sich verabschieden. Oh, ich hatte eine tolle Zeit, sagt Trump zunächst. Danach gestikuliert er in Richtung Brigitte Macron und sagt, wissen Sie, sie sind gut in Form. Dann dreht sich der US-Präsident zum französischen Präsidenten und fügt noch hinzu, sie ist in toller körperlicher Verfassung. Wunderschön. Die Szene wird in einem Livestream auf der Facebook-Seite von Macron festgehalten. Es ist nicht zu sehen, wie Brigitte Macron reagiert. In dem Video ist nur noch zu sehen, wie sie Melania Trumps Arm nimmt und einen Schritt zurückgeht. Trumps Bemerkung ist für einen Staatsgast mehr als unangebracht, zumal er damit ein äußerst sensibles Thema streift. Das Alter von Brigitte Macron, die 64 ist. Dass sie einst die Lehrerin ihres Mannes war, sowie der Altersunterschied des Paares von 24 Jahren, sind während des französischen Präsidentschaftswahlkampfs und auch kurz nach Macrons Sieg öffentlich viel diskutierte Themen. Tatsächlich beträgt der Altersunterschied bei den Trumps ebenfalls 24 Jahre. Auf Twitter werfen Nutzer Trump nun Sexismus vor. Das ist unangemessen, das verkörpert, wie es sich anfühlt, wenn mächtige Männer anrüchig werden, schreibt die Videoproduzentin Alex Burke, die sich beruflich mit feministischen und Gender-Themen beschäftigt. Die Produzentin und Schauspielerin Jennifer Siebel, die mit dem Vizegouverneur aus Kalifornien verheiratet ist, schreibt: Mr. Trump, Frauen wollen ihre ungebetenen Kommentare über ihre Körper nicht hören. Diese seien widerlich und extrem unangemessen. Das Weiße Haus wollte sich nicht dazu äußern. Doch Fakt ist, Trump fällt schon mehrfach mit sexistischen Kommentaren auf. Bereits im Wahlkampf taucht ein Video aus dem Jahr 2005 auf, in dem Trump mit sexuellen Übergriffen prahlt. Zuletzt macht Trump Sexismus-Schlagzeilen, als er unangemessene Kommentare gegenüber einer Reporterin im Weißen Haus macht.